Neben mir steht Karl Friedrich Stracke. Er ist Präsident Engineering und Auftragsfertigung bei Magna Steyr. Ist das eine schöne Aufgabe, Herr Stracke? Ich freue mich jeden Tag. Sehr spannende neue Aufgaben zu lösen im Konzern. Macht richtig Spaß. Wovon träumen Sie denn nachts? Also wenn Sie so ein technisches Problem haben, lösen Sie die im Traum oder verlassen Sie sich da auf Ihre Mitarbeiter? Ich verlasse mich weitestgehend auf meine Mitarbeiter. Wir haben großartige Teamwork im Konzern und insbesondere bei Magna Steyr, wo wir Aufgaben delegieren zu den verantwortlichen Ingenieuren, die es auch können und die es auch verstehen. Und ich glaube, dass wir über eine gute Teamarbeit letztendlich auch sämtliche Probleme an den Fahrzeugen, die wir in den Projekt nehmen, zu bewältigen haben, auch lösen. Problem ist wahrscheinlich das falsche Wort, es sind eher Aufgaben und Lösungen. Das sind spannende Aufgaben, insbesondere wenn man jetzt mal die neuen Technologien betrachtet, die jetzt vor uns stehen. Und ich möchte kurz erwähnen, das Thema Urbanisierung, was uns umtreibt, das Thema Digitalisierung und das Thema Elektrifizierung, was uns natürlich enorm umtreibt im Konzern. Und diese Hausaufgaben richtig zu bestellen und zukünftig auch dem Automobilhersteller eine entsprechende Hilfestellung zu leisten, dafür sind wir als Magna Steyr, glaube ich, gut aufgestellt. Woran arbeiten Sie denn gerade? Ja gut, wir arbeiten an vielen Projekten für die Automobilhersteller. Umfassende Projekte, Architekturentwicklung, sowohl als auch Derivatentwicklung für die Automobilhersteller, natürlich mit den neuen Technologien wie autonomes Fahren, intelligente Fahrerassistenzsysteme, die dort integriert werden, Infotainment-Systeme, Connectivity-Systeme, da also, wo neue Technologien ins Fahrzeug integriert werden muss, da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Insbesondere das Thema Elektrik, Elektronik, was uns natürlich auch umtreibt, um diese Themen eben dazu für die Zukunft zu bewältigen. Es gibt einen großen Autohersteller, der sagt von sich selbst, dass 90% seiner Innovationen auf Elektronik basieren. Ist das bei Magna Steyr auch so? Ich glaube, dass die Magna Steyr einen großen Beitrag auch zu der Technologieentwicklung im Automobilbau beiträgt, ja. Wenn man das Exponat, was hier hinter uns steht, anguckt, einen Supersportwagen, ja. Sieht es da auch so aus, dass der eigentlich eine schöne Hülle mit Elektronik ist oder ist da noch eine Menge klassischer Fahrzeugbau mit drin? Aber das ist ein reiner Sportwagen, den wir jetzt hier auf unserem Stand ausgestellt haben. Dieser Sportwagen verkörpert reine, sagen wir mal, Drive- oder Fahrdynamik. Und natürlich gekoppelt mit einem super interessanten Design. Und wir wissen ja, das Fahrzeug hat ja in einem sehr bekannten Film mitgespielt. Und ich darf sagen, wir sind froh, ein Entwicklungspartner für dieses Fahrzeug gewesen zu sein. Wir haben hier eigentlich das Exterior- und Interior-Design entwickelt nach Vorgaben des Kunden und haben das dann zu einem gesamten Auto geformt, sodass die Leistung jetzt entsprechend abgerufen werden kann. Was ist denn sonst noch bei Magna gerade auf den Bändern? Ja gut, wir haben im Moment die G-Klasse nach wie vor, die unwahrscheinlich sich gut weiterentwickelt. Seit 1979? Und seit über 35 Jahren haben wir in Graz die G-Fertigung und sind wir sehr stolz darauf, Partner für den Daimler-Konzern hier zu sein. Darüber hinaus produzieren wir im Moment den Countryman und den Paceman in Graz. Und wie Sie wissen, das dürfen wir ja schon sagen, wir haben 6 weitere Aufträge gebucht für Graz, um das Werk ab 2018 mit 200.000 Einheiten komplett auszulasten. Ist Steyr Magna-Konzern die Triebfeder? Ich würde sagen ja, denn unser Businessmodell definiert eben, dass wir als Alleinstellungsmerkmal ein Komplettfahrzeug vom Design weg konstruieren und entwickeln können. Das dann auch homologieren, validieren können und aber auch dann gleichzeitig in die Fertigung hineinbringen können. Und das alles aus einer Hand. Und damit, glaube ich, sind wir als einer der wenigen Automobilzulieferern in der Lage, solche komplette Entwicklungsaufgaben und Produktionsaufgaben zu lösen. Haben Sie mit diesem Portfolio überhaupt Konkurrenz oder wenigstens Mitbewerber? Es gibt einige Mitbewerber, aber nicht in der Komplettheit und der Technologievielfalt und Innovationsvielfalt, wie wir im Konzern das darstellen. Also egal, wer auf der Welt Autos baut, wenn der sich an Sie wendet, es gibt immer eine Lösung. Ich glaube ja. Okay, vielen Dank, Herr Stracke. Gerne.